Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Railroads Online. Ich bin fertig mit Bauen der langen Strecke. Es hat ewig unter Tage gebraucht und ich bin bereit, mit Betsy diese neue Strecke mit euch einzufahren und herauszufinden, wie viel bekommen wir denn für 3 Balken, 6 Balken? Und bei den Schienen weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt nicht... Ah, ja, okay. Wir müssen also nochmal so eine 1-2 extra Balkenlieferung machen. Bei den Schienen hatte ich gedacht, da kommen auch noch 3, aber das waren, glaube ich, die Stahlträger, ne? Wo so wenig drauf kamen. Irgendwie so war das. Ja, das heißt, wir werden zum ersten Mal jetzt Schienen einsetzen, um damit richtig dicke, dicke Güter entsprechend in die Verarbeitung zu bringen, nämlich zur Kohlemine. Eine wunderschöne Strecke. Ich hoffe, sie sagt euch zu. Ich bin sehr gespannt, ob sie euch zusagt. Und ich hoffe, ich habe richtig im Kopf, wie wir fahren müssen. Ja, genau. Wir müssen geradeaus hier raus. Dann müssen wir rückwärts über die Brücke. Dann ein bisschen Richtung Eisenerzmine und dann geht es so weiter. Seht ihr gleich. Es geht gleich los, Leute. Ja, und die größte Frage ist, wird die gute Dame Betsy das dann überhaupt schaffen, denn diese Ladung ist ja noch einen kleinen Ticken schwerer. Wir legen mal los. Ich glaube, die Weichen habe ich alle richtig gestellt. Sieht gut aus. Ja, und dieses Spiel hat natürlich Rückfallweichen. Das ist das richtige Wort, oder? So. Was auch, glaube ich, ganz gut so ist, weil ansonsten wäre das ein bisschen sehr anstrengend. Alright. Ah ja, dann geht's los. Betsy und ich sagen raus aus dem Bahnhof. Ich würde sagen, wir nehmen auch schon mal ein bisschen Speed hoch. Ja, wie ist die Strecke insgesamt verlaufen? Wo geht es insgesamt so her? Wir werden also hier oben zur Mine fahren, leicht rückwärts raussetzen. Dann geht's hier einmal rum und dann geht's im Wesentlichen erstmal aber einen Gebirgspass entlang, wo ich gar nicht dachte, dass es den gibt. Also da geht so ein Weg auch aufwärts. Und dadurch ersparen wir uns sehr viel Höhenmeterunterschiede. Ich hätte ja eigentlich gedacht, wir können vielleicht wunderschön am Wasser entlang schlängeln. Das können wir auch eine Zeit lang. Gibt es auch 1-2 schöne Brücken, die ich versucht habe einzubauen. Aber letztlich müssen wir natürlich mit wenig Steigung auch, ne, wenn ich immer wieder dazu referenziere auf den Kommentar, der sagt, du brauchst keine ICE-Strecke. Trotzdem möchte ich das so ein bisschen, das Gelände, nutzen, weil zur Realität dieser Zeit gehören nicht nur die Punkte im Firmennamen, sondern auch die Tatsache, dass man schon so bauen musste, da habt ihr die Rückfallweiche ja gesehen, dass man schon so bauen musste, dass man auch ein bisschen ressourcensparend arbeitet, ne? Hätte jetzt gesagt, kommt. Ja. Und wenn Betsy das hier nicht schafft, weil ich glaube, diese Holzbeams sind schwerer als die anderen Geschichten, ne? War das so? Können wir jetzt leider nicht sehen, weil wir nicht so weit ins Haus gehen können, jetzt fahren wir runter. Aber ich meine, Holzbeams waren ja nochmal einen Tacken schwerer. Und das ist hier so ein bisschen, was uns zum Verhängnis werden könnte. Aber im Moment schaffen wir es auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, das wird sogar eine... Wisst ihr, was wir machen? Ich möchte ja immer so ein bisschen auch schneiden und dann möchte ich, dass das für euch auch unterhaltsam bleibt. Aber ich glaube, wir machen jetzt wirklich mal 1 oder 2 Folgen am Stück, wirklich die gesamte Strecke, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie groß diese Karte ist und wie hoch die Entfernung, die ich dann natürlich wieder zwischen den Folgen für euch zurücklege, um zum Beispiel dann Lager zu befüllen. Denn wir müssen natürlich mit dem leeren Zug wieder zurück und dann nochmal neue Beams holen, also Holzbalken. Und dann müssen wir die Erzwagen holen und damit die Kohlen transportieren. Ich meine zumindest, dass das die Kohlewagen waren, oder? Waren das die Kohlewagen? Die konnten auch Kohle... Das sind nur die, ne? Genau. Iron Ore und Coal, genau. So ist das. So, hier geht's. Gleich kommt eines der ersten richtig steilen Stücke. Das ist hier vorne hinter der Kurve. Geht's aus irgendeinem Grunde ziemlich steil.
Und bei den Logs, ich hatte ja das ja mir angeschaut, wo habe ich denn mein Dokument dazu? Habe ich das gerade offen? Hier, genau. Locomotives, die Anforderung, die wir an die Lok jetzt eigentlich hätten, Richtung Kohlemine, wäre bei einer Steigung von 3-4% ideal zu funktionieren. Na, wir haben uns ja wirklich das Ziel gesetzt, möglichst wenig Steigung reinzunehmen. Ihr habt euch gewünscht in den Kommentaren, dass wir auch mal sehr verrückte Strecken bauen, die wirklich sehr steil sind, um mal zu probieren, wie das funktioniert. Das heißt, ich werde hier eine Shortcut-Strecke auch mal bauen. Von hier oben, wo die Weichen sind zur Eisenerzmine und jetzt auch zur Kohlemine. Und dann hier direkt runter. Das ist eine sehr steile Strecke, die kann man mal probieren. Und eine Y-Turn von hier oben auch direkt hier runter. Für Loks, die das dann später können. Wir waren, glaube ich, stehen geblieben dabei, dass die Shay für uns die nächste Variation ist, weil die Montezuma, die ist zwar bei 3% stärker, bei 4% hört es aber schon auf und bei 5 und 6% ist sie schwächer als Betsy und bringt ein doppelt so hohes Eigengewicht mit. Das muss man auch mal mit berücksichtigen. Das heißt, die nächste Lok, die zur Steigerung dann wir uns dann vielleicht holen könnten, wäre die Shay. Ne? Das wäre dann die nächstmögliche Lok. Die können wir uns, glaube ich, schon holen. Könnten wir uns holen. Das wäre dann die... Wo ist sie denn? Da. Das wäre dann die nächste. Müssen wir mal gucken, wie wir die designen. Eventuell dann auch einen Kohletender nehmen. Ich weiß gar nicht, wie das dann geht. Ne? Bei diesen Holzscheiten, die packen wir ja an und dann schmeißen wir die rein. Ob wir dann bei Kohle müssen wir dann schaufeln oder so. Das finden wir dann auch natürlich alles raus. Das wird schon richtig cool. Das... Ja. Hallo? Irgendetwas stimmt nicht. Jetzt. Edsattler. So, wir kommen zur Weiche. Hier oben. Und ihr seht, wir sind jetzt schon ungefähr 5 Minuten unterwegs, nur um diese Strecke hier zu fahren. Dann habe ich einen Kommentar bekommen, ich kann ja ein bisschen auf die Kommentare eingehen, habe ich gelesen, dass natürlich auch, habe ich glaube ich auch schon ein bisschen angeteasert in den letzten Folgen, dass natürlich auch in der Schweiz solche Korkenzieher durchaus gebaut werden. Haben wir im Prinzip ja in etwas größerer Ausführung hier runter zur Schmelze, da haben wir das im Prinzip ja so. Aber, Das erinnert mich so ein bisschen, ne, das ist wie bei der Modellbahn, wenn du da diese Gleiswendel baust, wo der Zug dann unter die Platte fährt. Finde ich irgendwie, ja, es fühlt sich irgendwie falsch an. Das ist halt so ein bisschen das Issue, was ich damit habe. So, Weiche ist gestellt. Steht jetzt auf Brückenfahrt. Die Brücke habe ich übrigens auch nochmal ein ganz bisschen versucht, nochmal gerade zu ziehen, aber ich glaube, da ist jetzt alles rausoptimiert, was geht. Besser wird es nicht mehr. Und ich glaube, man kann es doch irgendwann kaputt optimieren. Ja, wenn du sagst, das ist ja richtig cool, 2 Folgen am Stück jetzt nur mal Strecke fahren, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch, denn das muss ich wirklich sagen, ihr macht richtig Krach in den Kommentaren mit euren Diskussionen. Das hilft meinem Kanal und auch den ganzen lieben Leuten, die mit euch gemeinsam diese Videos schauen und Fragen haben. Ihr tauscht euch da aus. Ich finde das richtig cool. Und das hilft auch mir und meiner Wahrnehmung von YouTube. YouTube ist ja eine eiskalte Aburteilungsplattform. Wenn du da nur irgendwie ein Video mal irgendwie falsch machst, dann wirst du für immer von YouTube gehasst. Und das ist halt schwierig. Und deswegen könnt ihr YouTube mit euren Kommentaren und Daumen sagen, hey, das ist aber ein Inhalt, den sollten Leute sehen. Da würde ich mich sehr freuen. Das wäre richtig klasse. Vielen Dank dafür. So, jetzt sind wir hier auf der Brücke. Die Brücke habe ich schon mal so gezeigt. Ne? Das hier sieht mir auch verdächtig aus, als hätten die Entwickler sich gedacht, hier könnte man mal irgendwie, guck mal, da. Und dann eine Brücke hier rüber. Und dann hier ein Gleis lang und dann hier oben wieder einfädeln, ne? Ja, wir kommen zur ersten Stelle, wo ich Sachen richtig umgebaut habe. Ihr seht hier unten auch, ne, am Experimentieren so ein bisschen immer mal. Das muss ja auch sein. Und ihr seht, Betsy muss ordentlich schieben hier.
So, wir kommen jetzt zur ersten Stelle, wo ich richtig umgebaut habe. Und zwar habe ich den ganzen Damm hier nochmal umgebaut. Ich habe die Strecke höher gelegt. Und die Weiche liegt jetzt nicht mehr in der Luft. Und ich habe natürlich von euch den Hinweis bekommen, du kannst die auch ohne Bewehrung, Belastung unten drunter, kannst du die Sachen auch bauen. Mach das doch mal. Und dann habe ich die quasi hier in die Luft gebaut. Ja. Und dann, dadurch, dass ich die in die Luft gebaut habe, hatte ich dann die Möglichkeit zu sagen, anschließend bauen wir dann Damm drunter und dann sieht das halbwegs vernünftig aus. Ne? Ich glaube, das ist ganz gut geworden. Guckt euch das mal an. Lasst mir gerne euer Feedback dazu in den Kommentaren da. So, jetzt müssen wir einmal hier rum mit der Trine. Und dann müssen wir hier auch auf das neue Gleis. So. Weichen sind gestellt. Und ich hoffe, wie immer, dass ich keinen Baum vergessen habe auf der Strecke. Das ist so ziemlich der größte GAU, den es gibt. Ein Baum. Herr Flusch. Nein, ein Baum. So, dann geht's hier hin. Und dieses Gleis hier, da habe ich lange dran gearbeitet. Danke auch übrigens für alle, die geschrieben haben, so diese Mischung gefällt uns aus, du zeigst was und du machst Sachen offscreen. Es gibt da wohl Leute, die das nur offscreen machen und das Fertige zeigen. Ja, das gibt natürlich mehr Klicks, Leute, ne? Also ich musste auch irgendwie, trotzdem möchte ich euch beim Bauen mitnehmen, weil wie einer der Zuschauer schon schrieb, das ist ein wesentliches Element dieses Spiels. Guck mal, ich habe dann hier ein bisschen mit normal, dann habe ich wieder so einen kleinen Wall, weil es ging so eine Vertiefung und dann geht es dann hier zum Wasserfall. Der Wasserfall ist ein Y-Turn, das heißt, da können wir so und dann können wir da so, wenn man zum Beispiel einen Zug wenden wollen. Langfristig ist mein Ziel, aber den Wasserfall anzubinden. Jetzt guckt euch mal diese wunderschöne Strecke hier durch den Wald an. Dann kommt hier die Einfädelweiche. Hier geht es dann wieder zum Wasserfall zurück. Wie gesagt, das ist hier das Y. Und dann geht es hier erstmal auf einen Wall. Hier müssen wir auch mal kurz die Betsy ein bisschen feuern wahrscheinlich wieder. 62, aber das geht ja noch. So. Und hier ist dann auch schon die erste kleine Brücke. Ich habe versucht, dann immer so ein bisschen andere Brücken zu nehmen. Hier ist meine kleine Stahlbrücke, wunderschön über den Fluss. Und das ist einfach nur herrlich. Das ist so schön. Stellt euch vor, ihr seid jetzt hier in diesem Zug unterwegs, gleitet geschmeidig, naja, lautstark, schnaufend, dampfend durch die Landschaft. Ja, Betsy muss hier ganz schön ran. Wir fahren mit voller Boiler Pressure. Ja, das ist, glaube ich, nicht das, das steilste Stück. Ich glaube, das steilste Stück ist, wenn wir mit den Serpentinen hier einmal diesen großen Bogen fahren. Ne? Ich würde es sogar fast Horseshoe-Kurve nennen. Die erinnert mich so ein bisschen an das Original. Und die haben wir ja auch schon gefahren im Train Simulator mal. So, und da unten seht ihr den Fluss und ihr seht, also wenn wir jetzt dem Fluss gefolgt wären, dann wären wir viel zu niedrig rausgekommen. Und hier sind wir jetzt auf einer Strecke, wo ich glaube, dass die Entwickler das vorgesehen haben. Denn hier sind immer so Plateaus, das sind so kleine Übergänge. Das hier gefällt mir allerdings noch gar nicht. Ich glaube, da müssen wir nochmal ran, das vielleicht ein bisschen mehr zum Hang ziehen. Andererseits war mein Ziel, dass wir immer so ein bisschen den Kontakt hier zum Fluss wagen und na, so ein bisschen auch so ein Sightseeing-Element dann drin haben. Das war so ein bisschen mein Plan bei der Sache und ja, bis jetzt sieht das ja auch so aus, als wäre das gelungen. Kann man eben so ein bisschen auf den Fluss gucken. Tja, und diese Strecke, die werden wir noch ein paar Mal fahren müssen, allerdings dann vielleicht mit einer stärkeren Lok, die dann mehr Wagen zulässt, denn Betsy kommt hier an die Grenze. Wie gesagt, wir spielen eine Stufe niedriger, also auf einfach, aber nicht auf trivial. Also es gibt ja Mittel, dann leichter oder was und trivial oder so, ne? Oder irgendwie heißt das. Genau. Hier können wir auf jeden Fall dann mal schauen. Werde ich mir auf der interaktiven Map auch nochmal anschauen, wo hier die Steilstücke sind sozusagen, dass ich hier möglicherweise auch nochmal die ein oder andere das ein oder andere Steilstück rausnehmen kann. Und for a reference, wir sind jetzt hier. Und wir müssen noch hier hin. Dann geht es hier gleich dann wieder über den Fluss und so weiter. Das nehme ich aus. Aber erstmal geht es hier den Hang entlang. Und ja, ich glaube, ihr würdet mir zustimmen, das hier sieht so aus, als hätten die Entwickler das vorgesehen, dass man hier eine Strecke entlang baut.
Das ist immer so dieses verdächtige Terrain, wo hier so Flachstellen sind und wir sind gegenüber dem Fluss. Wenn wir jetzt dem Fluss folgen würden, dann seht ihr schon, wie steil wir hier hinten irgendwo hätten runtergemusst, um dem Flussverlauf zu folgen. Jetzt kommen wir zur ersten Brücke. Eine kleine Talbrücke. Da habe ich mal wieder einen neuen Brückenstil ausprobiert. Etwas anderes Design. Haben wir da. Und die Brücke gefällt mir auch so noch nicht. Da müssen wir eventuell nochmal ran und die vielleicht sogar gerade ziehen. Also Brückeneinfahrt gerade, hier Brückenausfahrt gerade rüber. Weil dieser Bogen und dann noch ein bisschen Bogen und dann in die andere Richtung, das sieht schon ganz schön beknackt aus. Ich glaube, das geht besser. Von der Bautechnik her habe ich wieder die alte Bautechnik eingesetzt, die ich bis jetzt auch euch in den Videos gezeigt habe. Also wieder Stücke finden lassen und dann nochmal drüber gebaut mit Originalradius, den wir dann festlegen und Steigung, die wir festlegen, sodass wir die teilweise dann sehr extremen Kurven, die entstehen, wenn das Spiel selber baut, ein bisschen ausnivellieren können. So, wir sind jetzt ungefähr auf der Hälfte der Strecke. So grob. Und ihr seht, wie weit wir jetzt hier über dem Wasser sind. Und das sagt euch, wie steil wir hätten runtergemusst, wenn wir nicht diesem Abschnitt gefolgt wären. Das war für mich auch eine Erkenntnis. Ich dachte, wir hätten schön am Wasser entlang schlängeln können, aber irgendwann war es dann so, dass war so ein bisschen wie diese Reisfelder in asiatischen Ländern. Das ging dann immer so, dann ging es ein Stück runter und dann ging es wieder so weiter und so ein Stück runter zum Fluss. Da hättest du unmöglich irgendwie sauber Schienen bauen können. Und da habe ich mich dann entschieden, diesen Weg zu nehmen, weil er offenbar dann auch derjenige ist, der ja gewollt ist, ne? Hätte man zum Beispiel das, glaube ich, das kann man komplett strack ziehen. Hier ist übrigens die Auffahrt. Das ist die Rampe sozusagen hier zum Bergpassstück, nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, das ist das beste Wort, was mir dafür gerade einfällt. Und ja, wenn du sagst, du kannst es eh besser. Ganz, ganz, ganz viele Leute haben sich auch schon das Spiel geholt und sind begeistert. Link in der Videobeschreibung und du sparst über meinen Partner GamesPlanet 17%. Ich kaufe meine Spielekies auch da. Hashtag Werbung. Kannst du mir empfehlen. So, hier nochmal eine kleine Aussichtsstelle. Ich habe ja auch die Bäume dann hier weggemacht schon, dass man hier so ein bisschen rausgucken kann. Und dann sieht man unten, wie der Fluss sich schlängelt. Und jetzt seht ihr, wir nähern uns langsam der Flusshöhe. Wir kommen jetzt hier zu einer der letzten Brücken, die hier über Täler gehen, sage ich jetzt mal. Und dann geht's gleich in den Flussbereich und dann geht's ins ganz steile Stück. Da würde ich sagen, wir lassen hier mal ein bisschen auslaufen, denn die Folge neigt sich dem Ende zu und wir... Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Oh nein. Oh Betsy, es tut mir... Hä? Was nehmen wir denn? Okay. Ja, Huch. Ich glaube, ich bin auch umgekippt. Ja, mit dieser wunderschönen Aussicht, was ist denn das jetzt hier? Darf ich mich von euch verabschieden? Wir kriegen das alles hin. Das wird grandios. Die arme Betsy, der muss ich helfen. Und wir sehen uns im zweiten Teil wieder, wo wir in die Strecke hochfahren. Aber ihr seht, das Problem war, ich habe hier diese Schienen, wie ich das immer baue, ne, mit diesem Schienenansatz dann nochmal bauen. So habe ich gebaut und habe vergessen, die alten Schienen wegzunehmen und zack, sind wir entgleist. Ja. Ui, sowas musste ja mal passieren. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin etwas orientierungslos. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao mit V, tschö mit Ö. Und Betsy und ich sagen, wo ist die arme Betsy? Sagen wir gemeinsam. Ne, Betsy? Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.